Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich kurz mit dir drüber reden, wie du was ein Sales Funnel ist und wie du super einfach einen Sales Funnel für dich erstellen kannst. Der Sales Funnel Begriff kommt im Prinzip aus dem Vertrieb und wird mittlerweile sehr, sehr häufig im Internet und Online Marketing verwendet. Letzten Endes ist ein Sales Funnel oder der Sales Funnel an sich beschreibt im Prinzip den Weg vom Interessenten zum Kunden. Jedes Unternehmen hat einen Sales Funnel, egal ob online oder offline, da jedes Unternehmen auf irgendeine Art und Weise eben einen Kunden gewinnen oder Kunden gewinnen muss. Und der Weg, wie der Interessent dann zum Kunden wird, das ist im Prinzip dann der Sales Funnel. Also das so als ganz einfache Definition und Erklärung. Und da gibt es jetzt eben unterschiedliche Art und Weise, wie das geschehen kann. Zum Beispiel offline könnten das Besucher von einem Shop, von einem Ladengeschäft sein. Und wenn dann dort eben 10.000 Menschen am Tag reinkommen würden, theoretisch oder vorbeilaufen, egal, also es kommt ja immer darauf an, was du misst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, du misst, wie viele Menschen in den Laden kommen, dann wären das vielleicht, oder lass es uns anders machen, mal angenommen, du würdest jetzt wirklich zählen, wie viele Menschen an deinem Ladengeschäft vorbeilaufen, dann würdest du vielleicht feststellen, dass es 10.000 am Tag sind und davon betreten jetzt im Prinzip 1.000 den Laden. Und von diesen 1.000 wird dann im Prinzip ein Erstgespräch geführt oder du fragst, wie kann ich ihnen weiterhelfen und berätst die Interessenten, die sich im Geschäft umschauen. Und es sind dann eben halt 1.000 am Tag und davon werden dann 10 Leute etwas kaufen. Ja, jetzt zum Beispiel, dann hättest du eben 10.000 Menschen, die dran vorbeilaufen, 1.000, die in den Laden kommen. Das ist eine Conversion-Rate von 10%. Und von 1.000 kaufen dann 10, das wäre dann eine Verkaufsrate oder eine Conversion-Rate von 1%. Ja, so, und das Gleiche ist natürlich auch online möglich. Ja, du hast Besucher auf deiner Webseite, auch hier wieder 10.000 Stück. Von den 10.000 Stück tragen sich jetzt zum Beispiel 1.000 in deine E-Mail-Liste ein, um weitere Informationen anzufordern oder kaufen die oder besuchen dann die Checkout-Seite, ja, um ein Produkt zu kaufen und letzten Endes kaufen dann 10 davon, ja, zum Beispiel. Genau, so, und wenn sich jetzt zum Beispiel von 10.000 Besuchern auf deiner Webseite 1.000 in deine E-Mail-Liste eintragen, dann ist das eben eine Conversion-Rate von 10%. Und wenn dann später von diesen 1.000 10 Kunden werden, dann ist das wiederum eben eine Conversion-Rate von 1%. Also ich denke, Prinzip klar, ja, funktioniert online wie offline. Wenn du online deinen Sales Funnel betreibst, das heißt online neue Interessenten für dein Geschäft gewinnst, dann hat es ein paar kleine Vorteile, die du offline schwierig oder selten oder die eben nicht so da sind, ja, so rum muss man es vielleicht sagen. Und zwar ist es das Thema Automation. Du kannst im Prinzip das Ganze hier, diesen Prozess könntest du automatisieren. Das heißt, du kannst deine Besucherzahlen, zum Beispiel durch bezahlte Werbekampagnen, Google AdWords, Facebook Ads, könntest du quasi automatisieren, könntest dir dort Besucher einkaufen. Die Werbeanzeigen, die erstellst du dann im Prinzip einmal. Natürlich musst du das Ganze auch testen. Also mit einer Werbeanzeige ist es das sicherlich nicht getan, aber du würdest das Ganze testen. Und wenn die Kampagne irgendwann mal läuft, ja, wenn die Werbeanzeige läuft, dann kannst du die eben einfach dann weiter laufen lassen, solange wie sie eben funktioniert. Und der nächste Vorteil ist, du hast halt genaue Zahlen, weil sich alles hier genau messen lässt. Du kannst genau messen, wie viele Besucher auf deine Seite kommen. Das ist offline zum Beispiel ein bisschen schwieriger, weil du wirst sicherlich nicht dich vor dein Geschäft setzen und zählen, wie viele Menschen an deinem Laden vorbeilaufen. Du wirst auch nicht genau zählen, wie viele Menschen kommen rein. Ja, und vielleicht wirst du auch nicht mal zählen, wie viele Verkaufsabschlüsse du genau gemacht hast, ja, sondern halt nur dann den Umsatz am Ende des Tages, wie auch immer. Also hier hast du im Prinzip komplett genaue Zahlen und kannst einfach schauen, wo, wenn etwas nicht so funktioniert, wo ist das der Fehler und kannst dann an diesem Fehler gezielt arbeiten. Und dann, wie bereits schon kurz angeschnitten, das Ganze ist natürlich skalierbar. Das heißt, du kannst dann so viel wie dein Markt hergibt, wenn deine Werbeanzeige läuft, das Ganze hochskalieren und dir einfach so viele Besucher einkaufen, wie du benötigst, um dann
ja eben das Einkommen zu erzielen, was du erzielen möchtest. Und kannst natürlich hier auch immer weiter diese Raten dann ja für dich verbessern, indem du zum Beispiel ja deinen E-Mail-Funnel optimierst oder ja vielleicht deine Gesprächsleitfäden optimierst oder wie auch immer. Ja, genau. Also wie gesagt, offline kannst du halt eben das schwierig beeinflussen, wie viele Menschen dann eben in deinen Laden gehen. Online kannst du dir halt diese Besucher dann dementsprechend einkaufen. Und jetzt möchte ich dir kurz ein Tool zeigen, mit welchem du ja super einfach einen Sales Funnel erstellen kannst. Und das ist mein Online-Marketing-Tool Nummer 1. Das nennt sich Builderall. Und Builderall gibt es in verschiedenen Paketen. Du hast einmal die Webpräsenz, wo du im Prinzip eine einfache, also ich sag mal eine Domain im Prinzip ja nutzt und dort eben unter dieser Domain halt dein Business betreibst. Also ist im Prinzip nur eine Sache. Dann hast du das Paket Digital Marketing, wo du dann noch unlimitiertes E-Mail-Marketing drin hast. Du hast verschiedene Tools noch dabei. Du kannst 15 Projekte, also 15 Domains darüber verwalten. Also wie gesagt, ich mache dir den Link unterhalb des Videos in die Textbeschreibung. Wenn du da draufklickst, kannst du dir die ganzen Pläne nochmal angucken und ja, und kannst dann für dich das Passende raussuchen. Oder du willst dieses Tool sogar weiterempfehlen, so wie ich das zum Beispiel halt mache, und kannst dann quasi noch Provisionen erzielen. Ja, 100% Provision beim ersten Kauf bei einem direkten Kunden und ja, und kriegst dann für jeden weiteren Monat, wo der Kunde im Prinzip bei Builderall bleibt, weitere 30%. Und auf der zweiten Ebene, das heißt, wenn diese Interessenten auch wiederum Interessenten finden, dann bekommst du dort auch nochmal 30% auf die zweite Ebene sozusagen. Aber das soll jetzt nicht Gegenstand dieses Videos sein, nur einfach mal so by the way. Und hier hast du natürlich, dann ist noch ein Facebook Messenger Chatbot dabei. Ja, also du hast wirklich super viele Tools. Schau dir das Ganze einfach an. Wenn du auch Fragen hast, nutzt die Kommentarfunktion oder komm auf mich zu. Hier ist es auch so, für alle diejenigen, die Builderall Business jetzt oder Builderall allgemein über meinen Link bestellen, die kriegen Zugang zu einer Gruppe, die kriegen Zugang zu Videotutorials und ja, und alle meine direkten Kunden und Partner, die können dann halt mich auch anschreiben und ja, mir auch technische Fragen stellen, und die ich beantworten kann, da helfe ich dann natürlich sehr gerne. Aber es gibt auch einen Support dahinter, einen deutschsprachigen Support, einen englischsprachigen Support. Also Unterstützung ist dort überall gegeben. Und für diesen Beitrag hier, ja, diesen Monatsbeitrag, all diese Tools, du wirst es sehen, wenn du dir das anguckst, wenn du diese Tools einzeln bestellen müsstest, da würdest du deutlich, also wirklich deutlich mehr bezahlen als die 26,90 oder die 44,90 im Monat. So, aber jetzt will ich dir kurz zeigen, wie du super einfach diesen Sales Funnel erstellen kannst. Und zwar siehst du jetzt hier das Builderall Backoffice, also das ist dein Dashboard. Hier findest du alle Tools, die du verwenden kannst, ja, je nachdem, welches Paket du halt nutzt. So, und jetzt wollen wir uns einfach mal denn anschauen, wie du einfach einen Sales Funnel erstellen kannst. Man geht hier einfach auf Baukästen, den Pixel Perfect Site Builder, und dann siehst du hier unten schon Sales Funnel Verkaufstrichter. Hier klicke ich jetzt einfach mal kurz drauf. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, aus vielen verschiedenen Sales Funnels zu wählen. Ja, das heißt, ich habe hier ein Video Sales Letter Funnel, ein Invisible Funnel, ein Product Launch Funnel. Ich gehe die jetzt nicht alle mit dir durch. Ein Membership Funnel, ein Webinar Funnel, ein Homepage Funnel, ja, Sales Letter Funnel. Und dann suchst du dir einfach den Funnel aus, der jetzt für deine oder für dein Vorhaben der geeignete ist. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Webinar-Funnel, ein Auto-Webinar-Funnel aufbauen willst, ja, dann würdest du jetzt diesen Funnel hier wählen. Oder wenn du jetzt sagst, ein Sales-Letter-Funnel, das heißt, du hast eine Webseite, mit der du, wo du Text drauf hast und über die möchtest du verkaufen, dann würdest du jetzt diesen hier auswählen. Das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, du klickst dann hier unten drauf, dann öffnet sich der, Moment, ich war eins zu schnell. Das heißt, wir klicken hier drauf. So, und dann öffnet sich die Vorlage und hier hast du nochmal ein Video.
Und in diesem Video wird der Sales Letter Funnel nochmal erklärt. Ja, du hast hier unten aber auch einfach die Blueprint dazu. Das heißt, du siehst hier, okay, man schaltet Werbeanzeigen. Hier ist jetzt zum Beispiel Facebook Ads einfach beispielhaft dargestellt. Dann kommt man auf eine Opt-in-Seite. Dort hinterlässt man seine E-Mail-Adresse. Und du hast hier auch bei Builderall, wenn du je nachdem, welches Paket du nimmst, ein E-Mail-Marketing-System dabei, unlimitierte Kontakte. Also ist auch, wenn du das Business-Paket zum Beispiel nimmst, in den 44,90 schon mit drin. Also ein E-Mail-Marketing-Tool mit unbegrenzt limitierten Kontakten, also unlimitierten Kontaktanzahl. Das alleine ist schon, da müsstest du für also deutlich mehr bezahlen. Bei 10.000 Kontakten liegst du da in der Regel schon irgendwo so um zwischen 50 und 100 € oder manchmal sogar noch mehr, ne? Also auch Preis-Leistungs-Verhältnis echt tipptopp. So, und dann trägt sich die Person halt ein, ja, bekommt die E-Mails, wird weitergeleitet auf ein Sales-Letter-Page und dort von dort aus gibt es dann One-Time-Offer, Downsell-Page, Offer-Wall-Page, Thank-You-Page und was das alles im Einzelnen ist, wird dann eben in dem Video erklärt. So, und wenn du jetzt sagst, jawohl, dieser Funnel, der passt für mein Vorhaben wunderbar, dann kannst du hier diese Vorlage bearbeiten und dann klickst du hier drauf und dann öffnet sich der Editor. Und in diesem Editor siehst du hier alle Seiten, die zu dem Funnel gehören. Und jetzt musst du nichts anderes machen, wie die jeweiligen Seiten auswählen und kannst dann hier deine Texte einbauen, dein Logo einbauen, hier deine Liste verknüpfen, den Button bearbeiten und dann ist die erste Seite fertig. Gehst auf die nächste Seite. Änderst die Texte ab, ja, und sagst dann hier oben rechts speichern und das Ganze ist damit erledigt. Also du siehst, super simpel, super einfach und das Tool heißt Builderall. Also hier habe ich dir auch nochmal den Link unterhalb des Videos bereitgestellt. Kannst du dir auch nochmal alles in Ruhe durchlesen. Ich habe dir einen Link unterhalb des Videos bereitgestellt, wo du das Ganze auch 7 Tage mal kostenlos testen kannst. In dem 7-Tage-Test sind natürlich nicht alle Funktionen freigeschaltet, bist da etwas eingeschränkter, aber damit du dir einen Überblick erschaffen kannst oder über einen Überblick verschaffen kannst, ist das Ganze natürlich super geeignet. Und wie gesagt, wenn du es über meinen Link dann dich dort anmeldest, dann stehe ich dir dort auch als Ansprechpartner zur Verfügung. Du kriegst Zugang zu unserer Community, Zugang zu einer Gruppe, wo du auch nochmal deine Fragen stellen kannst. Und ja, und so bist du auch, ja, was die Umsetzung betrifft, hast du da auch immer dann schnell Antworten parat. Und wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann stehe ich dir da auch als Ansprechpartner dann zur Verfügung. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Hoffe, das Video war ja, hilfreich für dich. Wenn dem so war, teile das Ganze mit deinem Netzwerk, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniere den Kanal, dass du keine weiteren Videos verpasst. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, mein Businesspartner zu werden, dann findest du unterhalb des Videos die entsprechenden Links dazu. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles Gute, bis bald, bis zum nächsten Video, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.